Hallihallo, hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottle Reaper, ihr seid bei Get to the Keyboard. Und das hier ist ein StarCraft 2 Replay. Wuhey. Ja, ziemlich lange her, dass wir wieder mal ein Replay hatten, diesmal zwischen Sage und Nercio. Ich hoffe, dass es euch gefällt und ich hoffe, dass wir alle zusammen sehr, sehr viel Spaß haben können bei diesem hoffentlich doch sehr epochalen Game. Die Map solltet ihr alle mittlerweile kennen. Ansonsten kann ich euch noch mal ganz kurz in die Tiefen und die Geheimnisse von dieser Karte einweihen. Hier wie immer Neutral Versorgungsdepot, einfach als neutrales Gebäude, damit hier keiner irgendwie welche kruden Dinge probiert, wie den Gegner einzutauern oder sonst irgendeinen Scheiß. Hier ist die Natural Expansion, hier für den Zerg in der Regel immer die dritte Base, die zweite Expansion. Und dann nimmt man sich in der Regel entweder die hier oder die hier, je nachdem, wie man lustig ist. Hier ist ein Zeichen gesperrt, also hier ist wohl radioaktiver Müll. Wie auch immer, man kann da trotzdem bauen, dem Zerg ist eh egal. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich Sage. Den Protoss auch unterwegs, kann hier definitiv mit dem Paladin eröffnen und wird dann hier versuchen, seinen Wall-In zu machen. Auf dieser Map Wall-In ein bisschen schwieriger. Viele hatten früher immer probiert, hier einen Wall-In zu machen, aber dann hat es natürlich damit hier gescheitert, weil man kann ja natürlich hier außen rumlaufen. Dann gab es andere Möglichkeiten. Im Endeffekt hat man sich darauf geeinigt, hier immer den Wall-In zu machen. Die Distanz ist ein bisschen größer, sodass man hier noch einen zweiten Pylon braucht in der Regel, um das einfach alles safe zu machen, oder man lässt hier einfach ein bisschen mehr Platz. Aber das ist alles Geschmackssache, je nachdem, wie man es denn gerne hätte. Nacho auf jeden Fall schon mal unterwegs mit den ersten paar Overlords, einfach nur um zu scouten, was abgeht. Wer natürlich der Protoss auch nicht dumm ist und weiß, aha, da könnte vielleicht irgendwas sein. Nacho allerdings ebenfalls nicht dumm, weiß, der Protoss ist sowieso vor mir da. Der wird sowieso scouten, ob ich da Fast Expansion mache oder nicht. Also, wieso soll ich Fast Expansion machen? Ich kann jetzt nur meinen Pool rauskriegen, frühe Queen bekommen, Creep spreaden, Lava injecten und dann mit zwei oder maximal vier Zerklingen die Sonde hier vertreiben aus meiner Base, damit ich in Ruhe expandieren kann. Sage denkt allerdings ebenfalls weiter und baut hier den nächsten Pylon, einfach nur um das hier zu blockieren und zu verhindern, dass es in Ruhe expandieren kann. Natürlich denkt der Hedgehog aber ebenfalls einen Schritt weiter und expandiert einfach hier, weil er weiß, der Protoss hat eh nichts, mit dem er ihn unter Druck setzen könnte. Die Expansion hier wäre ziemlich gefährlich, denn naja, normalerweise kann man hier dann Pylon setzen und dann reinwarpen, falls man zum Beispiel 4 Gate öffnen würde. Aber er hat ja schon gesehen, dass hier nichts sein kann und nichts sein wird, weil er mit dem Overlord diese Expansion hier gescoutet hat. Und dann weiß er, okay, gut, 4 Gate unwahrscheinlich. Also kann ich in Ruhe chillen und meine dritte Base, zweite Expansion aufsetzen. Das sind so die Gedanken, die in den letzten 10 Sekunden einfach mal passiert sind. Während ich sie geschildert habe, sind natürlich ein paar Minuten vergangen, aber ihr wisst, was ich meine. Das liebe ich so an diesen ganzen Games wie StarCraft, Warcraft und so weiter, dass man einfach 7 Schritte weiterdenken kann. Es ist wie Schach, wie Echtzeitschach. Muss man ja auch immer wieder weiterdenken, schauen, was hat mein Gegner, wo kann der hinsetzen, was kann er mit seinem Springer machen, wieso ist er mit seinem Läufer down dahin gegangen. Und für Leute, die sich mit Schach auskennen, sind so Partien zwischen richtig guten Spielern immer sehr interessant, weil man immer mitdenkt, ha, wie würde ich dann jetzt spielen? Und dann, sobald man den Zug sieht, man sich überlegt, wieso hat er das gemacht, was er gerade gemacht hat? Und das Ganze kann man natürlich auch auf StarCraft anwenden, denn, naja, das ist Schach im Endeffekt. Und die Scout-Sonde geht in dieser Sekunde gleich in 3, 2, 1. Wer hat's genannt? Wer hat's genannt? Danke, 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 meine Fans. Ich bin einfach awesome. Ja, auf jeden Fall ging das Viech down und der Zergling freut sich jetzt über einen hübschen Kill für den Schwarm. Sehr schön, falls wir mal hier auf die Vision gehen von Nacho. Der hat ja hier alles im Blick. Also, er weiß, was passiert, sieht jetzt einen Zealot und zieht natürlich nicht zurück. Aber er hat zumindest gesehen, was abgeht. Er weiß, was auf der Map passiert. Er hat hier die komplette Kontrolle über alles und kann sich ausmalen, was passiert, während der Protoss von nichts eine Ahnung hat, also der ist ziemlich eingesperrt, was das angeht. Aber wäre natürlich nicht Sage, wenn er nicht irgendeine Idee hätte, um das Ganze zu verändern und plant jetzt ein Starport zu bauen. Merkwürdige Entscheidung, normalerweise ja, macht man das nicht. Normalerweise ist das Metagame ja in dem High Templar, Kolosse und so weiter festgefahren, aber mit zwei Stargates
kann der hier Starport, wie auch immer, Raumhafen, ich soll ja mehr deutsche Ausdrücke benutzen, sagt ja immer, plant auf jeden Fall hier Action zu machen und man kann damit den Zerg richtig gut erwischen, denn der droht gerade, er weiß, okay gut, es kommen nur maximal zwei Satellites, er hat hier geschaut, hier ist ein einziges Gateway, sonst ist hier nichts, der baut Gas, baut aus Milch, er wird wahrscheinlich sowieso techen, wofür soll ich irgendeinen coolen Scheiß machen, wenn, naja, sowieso nichts passieren kann, seine Zerklinge scouten hier auch rum, also er denkt glaube ich auch gar nicht daran, dass hier irgendwelche Lufteinheiten kommen können und die Zealots, die ja, laufen hier ein bisschen rum und sehen, Stachelkabler ist gleich fertig, scouten, was abgeht. Sie sehen vor allem, es gibt hier nichts, was gegen Lufteinheiten sich wehren könnte. Er hat ja keine Evo-Chamber, hat gar nichts. Und die ersten zwei Void-Rays werden hier gekrone-boostet. Das heißt, es könnte schon mal ein frühes Ende bedeuten für Nacho, was ich natürlich nicht hoffe, aber es kann sein. Denn Sage hat jetzt gleich zwei Void-Rays und die können übelst Damage machen, wenn sie wollen. Vor allem hat er noch Kone-Boost übrig, er kann fleißig Kone-Boosten, macht er auch wunderbar. Sehen hier kaum Energie und er zerstört sein Neutral Gebäude. Der Overlord müsste eigentlich, ne, er kann leider das Gebäude nicht anklicken, sonst würde er sehen, okay, da ist kein Kone-Boost, irgendwas muss ja Kone-Boosten. Der kann nicht einfach so machen, was kann er Kone-Boosten, nur das und das. Und da könnte man sich so ein bisschen... Naja, oh, jetzt sieht er die Void Trace. Das war sehr, das war absolut geniales Placement von Nerchu. Wir sehen sofort, platziert er vier Spornkrabbel. Also die Reaktion von Nerchu ist einfach genial. Die ist wirklich unschlagbar. Sofort geht er hier los mit zwei Phasengleitern. Und Sage denkt auch gar nicht erst daran, mehr Phasengleiter zu bauen. Er braucht Phoenix, er muss die Queens hochheben. Denn Queens sind natürlich wunderbare Anti-Air-Einheiten. Und mit denen kann man wunderbar sich verteidigen, aber die Queens kann natürlich hochheben und dafür sind Phönixe genial, für diese wunderbare Fähigkeit haben, auch natürlich um ein bisschen die Overlords hier zu snipern und piu piu, da geht einer down und es hat eine beächtliche Armee und er baut wieder zwei Phönixe, also die werden hier rausgekrone-boostet wie sonst was, wunderbar, kann immer wieder nach vorne fahren, sind natürlich schnell genug, um zu schauen, was geht ab. Jetzt könnt ihr die Queen hochheben, wenn ihr die Queen hochheben könnt, könnt ihr die mit Phasengleitern killen, macht er nicht, na gut, wofür auch. Aber jetzt die hier, die könnte drauf gehen. Wie gesagt, Phasengleiter sind so, so schnell, wenn es darum geht, Queens zu töten, wenn die einmal in der Luft sind. Hier auch, er kann die hier alle hochheben und dann können die nichts mehr machen. Wir sehen hier, die gehen alle wunderbar down. Und der eine Phasengleiter kann nur noch draufschießen, wird zwar attackiert, aber gar keine Chance an sich gesehen. Also wirklich richtig, richtig geil gemacht hier an dieser Stelle von Sage. Aber Nacho hat sich hier gut verteidigt. Wirklich... gefällt mir. Wir machen vielleicht mal die Einheitenbalken an, sehen, dieser Phasenguide hat das Wort Leben eigentlich nicht mehr verdient, aber immer weiter Phönix, immer weiter Phönixe und die Spornkrabbler können das auf Dauer vielleicht gar nicht mehr so halten, denn die Aufgabe von ihm ist ja eigentlich, die Queen zu töten, ein bisschen die Production zu zerstören und das macht er hier sehr, sehr gut. Das macht er wunderbar, immer wieder Overlord zu killen und Nature kann ja nichts bauen. Wenn er jetzt mal Queens hochheben könnte, das wäre so wichtig, das wäre so, so wichtig, wenn er die jetzt alle killen könnte, das wäre essentiell, wunderbar. Da gehen die Queens down, ein nach der anderen. Und das bringt auch nichts, dass hier ein Spornkrabbler ist, denn es geht einfach alles down binnen Sekunden. Er schafft es einfach nicht, die Overlords so schnell rauszupoppen, wie sie hier verrecken. Richtig, richtig geil. Investoren sind natürlich am Start. Er muss natürlich irgendwas anderes bauen. Selbstverständlich, er kann sich ja nicht nur auf seine Luftarmee konzentrieren. Aber wir sehen hier, Robodog wird gebaut. Die ersten Mods sind am Start. Er weiß, er kann ihn eigentlich nur jetzt mit Roaches oder mit Investoren begegnen. Und dagegen sind in der Regel im Mod das richtig gut. Zumindest gegen die Roaches. Und gegen alles andere helfen natürlich die Kolosse. Also richtig, richtig geil gemacht an dieser Stelle mal von Sage. Ich würde applaudieren, aber leider wird das Dingens Mikrofon voll spammen. Richtig, richtig geiles Game. Also gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Nice, Luftattacke, sehr geil. Und der baut einen Spire, wahrscheinlich für Corruptor, denn zu diesem Zeitpunkt Mutalisten wäre... bisschen grenzdebil. Auch wenn ich natürlich Nature nicht in sein Management reinreden will. Er weiß, was er tut. Und er hat vor allem jetzt unsichtbare Investoren. Es sind richtig viele, die haben alle Energie und die können Action machen, wenn sie wollen. Vor allem sehen wir, was Einkommen angeht. Die ganze Zeit war der Zerg im Vorteil. Der Protoss hat erst jetzt seine dritte Base angefangen, während die beim Zerg die ganze Zeit lief. Also muss natürlich bei so einem Angriff immer wieder schauen, lohnt es sich? Ist der Damage, den ich mache, äquivalent zu dem, was ich verliere, weil ich auf Einheiten gehe? Denn anstatt auf Einheiten zu gehen, kann man natürlich auf Economy gehen und dann muss der Schaden, den man an der Economy des Gegners macht, natürlich äquivalent sein, dass man nicht irgendwas verliert. Äquivalent heißt gleich.
solltet ihr aus Mathe kennen, durch die Äquivalenz im Formbuch. Aber egal. Richtig geil, was ihr hier macht mit den Investoren. Hebt ihr immer wieder einzeln hoch, damit er die kaputt schießen kann mit seinen Phoenixen. Aber natürlich, die Investor Turns machen hier gut Damage. Und wenn diese Base fallen sollte, wird das sehr, 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 sehr bitter enden. Er hat einfach nichts. Er hat nichts. Der eine Cross kann gut Damage machen. Die Mortis können Damage machen. Er braucht Zealots. Und er hat keine Zealots. Da geht die Base down. Da geht sie down. Down geht sie. Alle Phoenix haben natürlich gut Kills bekommen. Konnten alle Investoren kicken, aber dieser Schlag war so wichtig, denn falls wir mal auf die Einkommen-Tabs schauen, der Zerg ist im Vorteil. Ihm ist es Wurst, ob er kosteneffektiv ist oder nicht. Er hat das Geld. Ob er jung ist, weiß man nicht. Oh, aber er ist zumindest reich. Das ist zumindest. Das ist er. Und dem ist es Wurst. Er hat so viel verloren, aber dem ist es im Endeffekt Wurst. Also richtig, richtig, richtig geil an dieser Stelle. Wir schauen mal die verlorenen Einheiten. Er hat viel mehr verloren, aber er verdient auch viel, viel mehr. Das heißt also, er kann hier eigentlich gut mithalten, der Zerg. Und der Protoss muss jetzt auf irgendwas setzen. External Thermal Lance ist natürlich durch. Der Koloss kann jetzt gut Schaden machen. Die Phoenixe immer noch am Start, konnten sehr vieles töten, konnten den Zerg gut unter Druck halten, aber der Zerg ist nicht doof. Mit Zergling kann man hier sehr viel Spaß haben. Er braucht Force Fields, er braucht alles Mögliche. Und die Corruptor machen kurzen Prozess hier aus allen fliegenden Einheiten. Da muss man ja auf jeden Fall beeilen. Der Koloss kann hier gut Schaden machen. 15 Kills, 16 Kills, 17 Kills. Und die Zerglinge laufen einfach an dem vorbei. Dem ist das Latte. Dem ist das absolut Wurst. Die Zerglinge laufen vorbei. Die wissen, ihr Hauptziel ist diese Basis oder diese Basis hier. Wenn das hier stirbt, hat der Protoss verloren. Hat er keine Economy mehr. Aber ja, der Protoss ist natürlich nicht doof, ne? Der ist nicht ganz so doof. Aber wenn diese Basis fällt, das wäre halt so wichtig. Er muss jetzt Force Fielen. Er muss hier alles mit Force Field zukleistern. Und die Armee vom Protoss wird hier gefangen gehalten. Wird hier in einen Kampf verwickelt. Er kann nichts machen. Von allen Seiten kommen hier irgendwelche Einheiten hin und her und vorne und zurück. Und das hat er gut zusammengeschlagen. Aber jetzt kommt Roaches. Er muss sich nicht auf die Armee des Protoss konzentrieren, sondern einfach nur auf diese Gebäude. Da rennt er einfach gnadenlos dann vorbei. Er muss jetzt Damage machen. Und macht er auch. Er konzentriert sich. Na komm schon, schieß auf das. Okay, gut, macht er nicht. Ich habe Scheiße erzählt. Aber egal. Ah, doch, jetzt kommt die Kehrtwende, jetzt kommen die ganzen Zerglinge. Wie gesagt, der Zerg will einfach auch das hier töten, er will den Putz beschäftigen. Er weiß, er kann eine direkte Konfrontation nicht überleben, aber er braucht doch keine direkte Konfrontation. Er braucht einfach nur, ja, die Möglichkeit, seine Bases zu killen. Und die Base wird hier downgehen, auch wenn es hier wunderschöne Force Fields gab. Aber hier die Zerglinge mit dem Run-By und da gehen sie wieder auf diese Base und das war's. Das schreit nach dem GG. Auch wenn der Protoss genial spielt, wirklich eine wunderbare Armee hat. Am Anfang Druck ausgeübt hat, bis zum geht nicht mehr. Er verliert das hier, weil einfach der Zerg so viel intelligenter ist. Der spielt einfach genial und jetzt der nächste Run-By und er hat nichts mehr. Flottensignalgeber wird gebaut, aber who the fuck cares? Man kann keine Carrier bauen, wenn man einfach kein Geld hat. Und hier geht einfach alles down. Ja, die Armee vom Zerg fällt. Die Armee vom Protoss ist viele, 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 viele Male größer. Aber, Income, the fuck? Also, hat er nicht. GG! Er geht raus. Spiel vorbei. Nice. Richtig, richtig geiles Game. Hat mir sehr gut gefallen. War richtig cool gemacht. Wir sehen hier die Expansion vom Zerg, also wirklich unglaublich. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß wie mir beim Zugucken. Ich würde sagen, falls ihr mehr StarCraft 2 sehen wollt, es kommt definitiv mehr zu Heart of the Swarm. Da fange ich auch wieder an mit fetten Guides, fetten Tutorials und mit wieder Spielt nicht für Bottom Reaper, mit allen möglichen Sachen zu Heart of the Swarm. Aber bitte gebt den StarCraft 2 Videos ein bisschen mehr Feedback, Likes, was auch immer, damit ich sehe, dass ihr da Interesse dran habt. Denn die Leute schreien in der Kommentarsektion, bring mir StarCraft. Ich bring StarCraft und hat das 500 Views. Das macht keinen Sinn bei 5000 Abonnenten, ihr versteht. Nur jeder Zehnte will StarCraft. Da haben unsere Dota-Klicks einfach viel mehr. Deswegen, like dieses Video, sagt, dass ihr mehr sehen wollt, klickt es an, dann weiß ich, ich muss mehr StarCraft machen. In diesem Sinne, Jungs, ihr habt heute viel zu tun. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.